Oh, hi, Superman kommt. Oder Neo, wie auch immer. Wir wollen. Nehmen wir Superman. Superman ist toll. Superman mag Superman gar nicht. Mag Superman nicht. Ich fand den immer echt langweilig. Bei Goku vs. Superman habe ich eigentlich auch auf Goku gehofft. Aber Superman hat gewonnen. Goku vs. Superman? Habe ich das noch nicht gezeigt? Nein. Oh, das ist so geil. Das ist so eine relativ objektive, nicht objektive, sondern wissenschaftliche Herangehensweise am Vergleich, wer würde gewinnen beim Kampf von Son Goku gegen Superman. Hm. Wird auch alles erklärt, wird auch auf alle Supermans eingegangen, aus den ganzen Comics und aus den Filmen und wie er sich entwickelt hat im Laufe der Zeit und hat wieder Son Gokus Entwicklung. Da wird berechnet, wie viel sie beide eigentlich heben könnten, wie schnell sie wären, durch ihre ganzen Kräfte und alles. Ist sehr, sehr interessant. Auch Superman gewinnt natürlich. Weil, ich meine, natürlich hat ja kein Limit, ne? Kann machen, was er will. Eigentlich müsste Goku nur die Sonne auslöschen. Ja, ja. Aber, wie ist das gewesen? Ja. Gut. Braucht er aber auch für seinen Genki-Dama, ne? Und außerdem wird er sterben ohne Sonne. Ach, der geht auf einen anderen Planeten. Ja, er schon, aber was mit all seinen Freunden? Und den ganzen Menschen auf der Erde? Der hat doch die ganze Serie über versucht, die Erde zu beschützen. Das kann so ein Goku ja nicht, einfach alle töten auf der Erde. Das ist ja sein Problem. Immer mal was werden, Ben. Wenn ich mir nachher mal dran erinnere, kann ich dir das mal eben schicken. Das habe ich irgendwo. Ja, verdient. Mach mal. Geht, glaube ich, eine halbe Stunde oder so. Das ist sehr interessant. Jetzt, warum ich jetzt mal vielleicht manche fragen, weshalb ich Superman überhaupt nicht mag, oder das heißt nicht mag, einfach nicht so gut finde. Das ist halt einfach, er hat halt nichts Besonderes. Finden einfach nicht gut. Vor allem ist er einfach total overpowered. Das ist noch nicht mal, aber also Batman, der ist halt... Ja, Batman ist ein normaler Mensch, ne? Ein normaler Mensch, hat halt seine Kriegskniffe, hat halt seine Kondition, also ist halt gut in Form, ist halt aber auch verletzlich, sterblich. Und Superman ist in den Comics auch ein paar Mal gestorben, ist aber wiedergeboren worden. In irgendeinem Comic war er mal aus purer Elektrizität. Oh, ein Chef hier. Ach, schon du. Ist er noch tot? Ist er noch tot vor allen Dingen? Ja, er ist noch tot. 26, das geht aber fix. Buschmagie. Buschmagie? Ja. Die Buschmagie. Oh, ein gelber. Der Busch Sepsis ist Feuer. Der Zerstörer. Und deine Sepsis hat es er aber zerstört. Ich glaube, ich muss Kleinvieh hier unten. Kleinvieh macht auch Mist, ne? Natürlich. Alle Hasen. Verdammt, wo ist. Ah, hier ist was. Was ist das? Vergessene Ruinen. Müssen wir da rein? Jawohl. Ja, wenn es blinkt, müssen wir da rein. Was ich ja überhaupt doof finde, dass Marvel Wolverine sterben lassen möchte. Was? Ja, in der Comicserie soll er sterben. Gut, ich habe ja mal gehört, er ist ja eigentlich gar nicht so einer der beliebtesten in den Comics, ne? Eigentlich eher einer der unbeliebtesten. Ja, wahrscheinlich in Amerika. Ja. Also alle, die ich kenne, die mögen halt Wolverine ganz gern, deswegen, er hat auch seine eigene Spin-Off-Serie. Ja, ich mag ihn auch, aber nur wegen den Filmen. Ja, ich mag ihn durch die Comics. Wolverine ist eher so ein Anti-Held, ne? Nicht wie die ganzen anderen X-Men. Er hat da seine eigenen Moralvorstellungen und seine eigenen. Ich mag ja Anti-Helden. Batman Wege. Ist ja auch ein Anti-Held. Ja. Was muss man machen? Auf den Kopf filmen. Oh, Superman! Erstmal Gegner töten. Ach, Gegner töten. Das ist das Wichtigste. Erstmal die Gegner. Oh, hier ist ein Boss. Ich hatte eine Klaffwunde. Er war mal da. Er hat eine Klaffwunde. Er ist leider gestorben. Schatzgoblin, bereit? Ja. Drauf. Wieder kein Portal, das gibt's doch nicht. Irgendwann rausgepatcht. Nach dem ersten Tag gleich, ne? Diablo war der jüngste der großen Übel. Aber ich halte ihn für den gefährlichsten. Denn seine Macht über den Schrecken macht es ihm unmöglich, Angst zu verspüren. Große Reichweite in diesem Flammen-Inferno. Wahnsinn, diese Fledermäuse. Kannst du die auch anzünden? Ja, ich kann die auch in Flammendinger machen. Cool.
Aber dann muss ich die Rune ersetzen und momentan habe ich halt die Möglichkeit, dass mich nur Aktivierung an Mana kostet, die Kanalisation überhaupt nicht mehr. Kanalisierung. Das heißt, du kannst hier andauernd anlassen. Kann die jetzt praktisch mich hinstellen und stundenlang Fledermäuse fliegen lassen. Klingt nach Spaß. Da hinten ist was. Was denn? Gegner. Das sieht unten aus. Hier ist Sackgasse. Was? Hier unten ist keine Sackgasse. Doch. Ich mag auch sowieso eher so diese Comic-Anti-Helden, die hier nicht so ein breites Spektrum haben. Eddie Des. Ernie. Ernie? Und Bert? Nein, der heißt nur Evil Ernie. Achso. Hab schon nie gehört, Evil Ernie. Oder die Alien vs. Predator Comics. Ja, die Filme basieren auf Comics. Und die Spiele auch. Nein, die Spiele basieren auf den Filmen. Nein, die Spiele waren vor dem Film. Was? Alien vs. Predator Spiele waren vor dem Film und die basieren alle auf den Comics. Moment, das erste Alien vs. Predator Film kam irgendwann 2000 raus, oder? Nein. Nein, 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 nein. Hier blinkt's. Ein Buch, Chef. Hm. Da war mal. Wir müssen schwerer machen. Hier, noch ein Chef. Oh, was Gelbes, noch was Gelbes. Hat er auf seiner wahnsinnigen Suche aus. Angehäuft. Ich kann nur hoffen, dass wir nicht zu spät sind. Neue Rune für Richturteil. Oh, was ist das denn? Neuer Hut. Ich habe eine neue passive Fähigkeit, die heilige Mission. Heilige Mission? Was ist das denn? Oh, Schaden wird um 10% erhöht. Cool. Machen wir gleich mal. Ich hab nur noch Schmerz geschaffen. Flammenbaum. Flammenbaum. Flammenbaum meine ich. Wir müssen mit Adria reden übrigens, ne? Ach, verdammt. Ja, dann. Alte Tasten da. Probier ich mich mal. Und bing. Wenn du dich weiter so zurückhältst. Ich hab grad mal hier, verkaufen. Okay, die brutzeln ein bisschen, dann gehe ich um diesen kaputt machen. Du lebst gar nicht, Sultan. Zumindest nicht lange. Oh, 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 Spoiler. Achtung, Achtung, Spoiler-Alarm. Die letzten zwei Herrscher der Hölle fangen können. Ich erkenne eure Stimme. Ich erkenne deine Stimme auch, Sultan, cool. Ah, wieder was Blaues, bitte. Ich werde euch den das. Ist die Stimme von, ja, wie heißt er? Wir sollten Kults Kopf mitnehmen. Beim Niesen? Ja, genau, danke. Ich werde ihn in eure Tasche legen. So, wohin müssen wir? Die uralte Wasserstraße, dann kommen wir wieder durchs Portal, ne? Ja. Ist auch irgendwo oben gewesen, ne? Ja, alles ist im Norden. Du bist immer im Norden. Die haben mich im zweiten Teil der Wüste immer so genervt. Hm. Aber im zweiten Teil der Wüste war eigentlich mein Lieblingsgebiet. Dieser ja, Wurmlevel. Das Level habe ich gehasst. Oh nee, der Sumpf war schlimmer. Der Sumpf war das Schlimmste. Diese kleinen Bastarde, die auch überall rumlaufen, die waren so schlimm im Sumpf. Ja, da haben sie auch nochmal aufeinander getürmt. Ja, oh, auf, ey. Hier, Champion, komm zurück. Oh, Champion! Ach, oh, toll. Umsonst mal Neo-Move gemacht. 27. Und eine Truhe. Truhe? Oh. Und noch ein Champ im Boss. Mein Zorn reicht dafür nicht aus. Guck mal kurz hier oben im Norden. Ah, hier blinkt's. Blinkt, dann komm ich mal. Es blinkt wie Weihnachten. Ist ja auch bald wieder, ne? Ja, ich wollte es Weihnachten. Oh, ich weiß gar nicht, was schenken soll. Tankgutscheine. Chitras ist hier. Ich dachte, du wolltest gerade fluchen. Nein.
Das ist verschlossen. Sesam, öffne dich. Falsches Spiel. Ich Freund und tritt ein. Melon. So, jetzt müssen wir zwei Hebel hebeln. Hebel hebeln. Langes Würmer hier. Truhe. Ruhe. Holt ist immer schon irgendwas Blaues. Und Champion. Hi Champion und Neo Move. Und Gelb. Und Mops. Mopses. Mopses. Das ist die Mehrzahl von einem Mob. Ach, Mops, ne? Möpse. Möpse. Der Mops, die Möpse. Ja, es sind noch keine Hunde hier. Die dritte Mops-Brigade. Oh, also laut dem Wichser zumindest, das ist die Mops-Brigade. Ein Mops kam in die Küche und stahl dem Koch ein Ei. Der Koch die Mettwurst und schlug den Mops zu Brei. Wie kommen wir denn da hin? Ich würde sagen, hier hoch und dann rum. Falsch, ne? Hier lang, da lang. Hier rum, Larum, Löffelstiel. Mhm. Oh, Loaded Weapon. Kennst du Loaded Weapon? Ich kenn Lethal Weapon. Parodie auf Lethal Weapon ist das. Was? Lethal Weapon ist schon eine Parodie. Das ist nochmal eine Parodie, aber also sehr gut gemacht. Noch eine der guten Komödie von National Lampoon. Okay. Kann ich aber nicht mehr. Mit, alles gut. Samuel Jackson? Doch. 28! Emilio Estevez spielt mit. Whoopi Goldberg spielt ein bisschen mit. William Shatner ist der Bösewicht. Oh. Oh. So, gehebelt. Und weiter geht's. Die Mission der Hebel geht weiter. Flammen, einfach nur Flammen spucken. Das flammende Inferno. Die Serie Under the Dome? Nein. Gestern lief ja die zweite Staffel an. Ich kannte noch gar nicht. Meine Freundin hat von der ersten begeistert gesprochen. Die zweite? Das war schon interessant. Wird wohl eine Kleinstadt von so einer. Ja, für mich war es bis jetzt eine magische. Ja, Art. Glock oder Haube umschlossen? Wie der Simpsons-Film, ne? Ja, genau. Über den Simpsons und die Serie ist von Stephen King. Oh? Wobei, ich muss sagen, da gibt es einen Charakter, der erinnert mich ein bisschen an einen anderen Charakter aus Lost. Das war der Bürgermeister, der denkt, die Glocke geht immer auf Prüfungen oder stellt immer wieder Prüfungen. Erinnert mich ein bisschen an Locke aus Lost. Ja, cool. Ich mag Locke. Ja. Wobei ja Locke eine sehr interessante Geschichtswendung nimmt. Was ich nicht so gut finde, aber egal. Ah, sind wir schon da? Wow. Haben wir ein Glück, hä? Hell. Und yay. Oh, der in seiner scheiß Kiste da. Ja, den ganzen verwesten Leichenhaufen da wegmachen. Ich würde ihn da drin lassen. Wollen wir ihn nicht anzünden? Ja, komm, wir lassen ihn auch. Dann zünd ihn an. Benzin überkippen, anzünden und weggehen. Und so tun, als ob nichts passiert ist. La 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 la. Unhöflich von mir. Ich habe vergessen, mich vorzustellen. Scheiß Dieb. Ich bin der habgierige Chef. Ja, Dieb. Eigentlich ist das ja später der Juwelenhändler, den man freischalten kann. Ja. Den haben wir doch schon. Das ist sein Zwillingsbruder. Heißt auch Chef. Der Klon. Das ist der Klon. Klon, genau. Sein Klon. Einer von seinen Klonen aus Paranoia.